Und damit herzlich willkommen zurück bei Still Life 2. Ja, ich weiß nicht, ob ihr in dem letzten Video gemerkt habt, dass das ein bisschen komisch aussah. Ich musste das Bild strecken, weil OBS das irgendwie in kleiner aufgenommen hat. Jetzt habe ich ein bisschen hin und her probiert und hoffe, dass es jetzt klappt. Ich habe außerdem endlich den Hotkey gefunden, beziehungsweise die Einstellung dafür, das Mikrofon zu muten. Das heißt, wenn ich in Zukunft husten muss, dann werde ich das hoffentlich rausmuten können, so wie jetzt. Ich hoffe, man hat keinen Husten gehört. Genau, die zweite Sache ist, dass ich hier ein Let's Play geguckt habe, hatte ich in der letzten Folge gesagt, zum Einschlafen. Und da ist mir etwas hier aufgefallen, was ich alleine wahrscheinlich nie oder erst sehr spät gefunden hätte. Ich brauche nämlich hier den Metalldetektor nochmal. Wo habe ich den denn hingepackt? Habe ich den in die Küche gepackt? Weiß es nicht mehr. Gehen wir mal in die Küche. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, im Keller war ich nämlich auf einer komplett falschen Fährte da mit dem Ofen. Es geht nämlich hier draußen weiter. Ich muss an den Schaltkasten auf jeden Fall kommen. Und dazu brauche ich irgendwas, was den Schaltkasten öffnet. Und das habe ich wahrscheinlich übersehen. Leider, leider. Genau. Ja, ich tue das mal hier rein. Das brauchen wir hoffentlich auch nicht mehr. Warte mal, du kommst hier rein. Ach so, ich kann das alles behalten. Das braucht gar nicht so viel Platz. Ja, dann behalte ich das doch natürlich. Musste nur ein bisschen umsortieren. Ups. Und dann gehen wir mal raus. Und suchen mit dem Detail. Na klar, Metalldetektor nochmal rum. So, so, so. Hier müsste nämlich eigentlich was sein. Irgendwo hier muss was liegen, wenn ich die richtige Frequenz finde. Mit der 4 vielleicht. Ah, hier ist es. Da hat man es gesehen. Und dann guck mal, was du da findest. Teile eines Fahrradreifens. Erst halb verbrannt. Dann guck ihn dir mal an. Ich könnte mit Hilfe der Fahrradspeichen eine Art Dietrich improvisieren. Dann machen wir das doch. Und jetzt haben wir einen improvisierten Dietrich. Und damit sollten wir den Schaltkasten hier aufbekommen, beziehungsweise den Sicherungskasten. So. Das sollte klappen, ne? Yep. Okay. Ein Muster und einige Initialen. Der Killer hat sie wahrscheinlich eingeschnitzt. Ein Muster und einige Initialen. Kann ich mir hier sonst was Dieser angucken? Sockel ist mit der Tastaturbox verbunden. Ich brauche nur etwas zu finden, was ich dort einstecken kann. Ja, und da haben wir ja schon was. Kannst du das aufmachen? Aha. Jetzt habe ich die Tastaturbox genommen. Die Tastaturbox wird hier eingesteckt. Okay. Warum konnte ich die jetzt herausnehmen? Ich brauche nur das Touchpad, um die Fernsteuerung zu aktivieren. Meinst du das hier als Touchpad? Ach so. Ja, wir müssen den Code eingeben. Da habe ich mich dämlicherweise auch schon gespoilert, weil ich ein paar Sekunden weiter geguckt hatte als nötig. Nee, das war's nicht. Kennt so zurück. Genau hier. SSP, das haben wir da nämlich auch stehen. Das war von dem Brett, was neben dem Haus liegt, bei dem Holzschuppen. Meine ich, oder nee, das Brett, was den Holzschuppen hält, irgendwie sowas. 854, ist das eine 7? Ja, ne? 8547. 8547. War das nicht richtig? 8541.
Ja, okay, Sieht es aus, waren als wäre ein. die Fernsteuerung eingeschaltet, also kann ich sie verwenden. Gut, wir haben die Fernsteuerung jetzt hier verwendet. Hier sollten wir soweit fertig sein. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnten wir jetzt den Killer hier rufen. Wo haben wir es hier? Oh, hier weiter runter. Wir haben echt hier einiges schon. Hallo, kann ich nach unten? Ja, den Mörder anrufen. Ich bin draußen, hinterm Haus. Komm und hol mich, wenn du dich traust. Das wurde auch Zeit. Du scheinst endlich begriffen zu haben, wer der Meister in diesem Spiel ist. Er ist tot. Die Welt ist ein besserer Ort ohne ihn. Ich kann auch gleich zu Hernandez gehen. Wenn sie sich außer Gefahr befindet, werde ich versuchen, Garrus zu finden. Okay. Huch. Bist du dir ganz sicher, dass er tot ist? Elektronischer Schlüssel des Mörders. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Habe ich doch da. Ein gefaltetes Stück Papier, auf das etwas gekritzelt wurde. Name Lecco. Könnte ein Passwort ein sein. Ein gefaltetes Stück Papier, auf das etwas gekritzelt wurde. Name Lecco. Ich hätte ihn lieber nach Vorschrift verhaftet, aber er lässt mir keine Wahl. Auf der Innenseite seines Handschuhs befinden sich kaum lesbare Initialen. SSP. Schon wieder diese Buchstaben. Ob das irgendwas mit seiner Identität zu tun hat? Okay, aber der Typ kommt uns nicht bekannt vor. Und was müssen wir jetzt machen? Treffen Sie Hernandez und den Gefangenen im Bunker. Okay, ich hoffe, dass der wirklich auch tot ist. Ich traue dem Braten ja irgendwie noch nicht so richtig. Das war jetzt irgendwie ein bisschen zu einfach. Außerdem weiß ich ja, dass das noch ein bisschen weiter geht. Verschlossen. Okay, das heißt, ich muss das unten erstmal aufmachen. Kann ich das denn aufmachen? Ich weiß es nicht. Ich versuche dann mal in dem Keller die Luke zu öffnen. Das wäre jetzt wirklich irgendwie ein bisschen simpel gewesen. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum sie nicht zusammen mit Hernandez hier rumgegangen ist und warum die das nicht zusammen gemacht haben. Ich meine, das wäre doch um einiges einfacher gewesen, oder? Naja. Ich weiß übrigens schon, was ich als nächstes Let's Playen werde, beziehungsweise zwei Spiele schweben mir noch vor. Beides, glaube ich, wieder Point and Click. Das eine auf jeden Fall, das andere weiß ich nicht, das habe ich noch nie gespielt. Einmal Black Mirror und einmal Siberia. Spricht man das so aus? Das sind die beiden Spiele, die Point and Click Adventure-mäßig kommen werden. Und dann habe ich auch mal wieder Bock auf ein bisschen was Actionreicheres zwischendurch. Also nicht, dass das hier nicht spannend wäre oder so. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Zugriff erlaubt, super. Zugangskontrolle, da können wir doch hier öffnen. Was war nochmal das Passwort? Das hier, ne? Gut.
keine Netzwerkverbindung. Okay, oh, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Okay. Moment, war da noch irgendwas anderes? Carson-Datei. Diese Datei war beim ersten Mal, als ich auf den Computer zugegriffen habe, nicht verfügbar. University of Southern California, Einschreibeformular. Name Carson, Vorname David. 31. Mai 1971 geboren, gewünschter Studiengang Film. 1990 beworben. Einschätzung vielversprechend, okay. Ist das der Typ? Das ist aber doch nicht unser Mörder, oder? Der sah doch gerade ganz anders aus. Er ist also das Gesicht zu David Carson. Scheiße! Das ist der Gefangene aus dem Bunker. Dieses Arschloch hat vorgegeben, eines der Opfer des Killers zu sein. Wenn ich nur daran denke, dass ich ihn mit Hernandez allein gelassen habe. Oh, okay. Das hätte ich jetzt aber nicht erkannt. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erkannt. Neues Einsatzziel. Treffen Sie sich mit Hernandez. Ja. Schnell nach oben. Oh oh. Ich dachte wirklich auch, dass... Hä? Aber der sah gerade ganz anders aus. Ne, ja klar, okay, er hat auch lange Haare, aber auch vom Gesicht hätte ich den jetzt nicht wiedererkannt. David Carson. Ist das unser Mörder? Hat er sich als Gefangener ausgegeben, um uns zu lenken? Das verstehe ich aber nicht so ganz. Ne, geh mal hinten raus. Oder verstehe ich jetzt hier gerade mal wieder irgendwas überhaupt gar nicht? Oder stecken die vielleicht zusammen unter einer Decke? Und falls nicht und er doch der Mörder ist, wen haben wir dann gerade getötet? War das vielleicht dann der Typ, der vermisst war? Unser Gefangener heißt ja irgendwas mit Anders. Anderson? Kann das sein? Oder? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Typ, der halt vermisst wurde. Dachten wir ja, wäre der Gefangene. Vielleicht war das ja auch der, der jetzt im Mörderkostüm war. Wieso hat sie sich denn auch nie ein Bild von dem Vermissten angeguckt? Tja, wären die beiden mal einfach zusammen hier abgehauen. Und Hernandez ist weg, na klar. Die ganze Zeit steht sie rum, aber jetzt, wo es drauf ankommt, ist sie weg. Wo sind sie hin? Durchsuchen Sie den Atombunker. Finden Sie Hernandez. Kann ich hier in die Zelle rein? Ui, okay. Dieser Bastard. Er hat mitgespielt, damit wir ihm vertrauen. Mhm. Hier haben wir ein paar Zeitschriften. Bücher über Filme. Carsons Lieblingslektüre. Bücher über Filme. Carsons Lieblingslektüre. Aber wir haben unser Kit ja nicht mehr, oder? Nee, was sollte ich dann damit machen? Keine Ahnung, warum das blau leuchtet. Vielleicht für später. Fest verschweißt. Ich frage mich, wohin dieser Luftschacht führt. Kriegen wir den auf? Das ist es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht später irgendwann. Es sieht hier gerade so ein bisschen danach aus, als müssten wir hier später nochmal hin. Vielleicht dann wieder als Ermittlerin. Oh, warte mal. Guck dir das bitte nochmal an. Es besteht absolut kein Zweifel. Dieser Kerl ist ein wirklicher Psychopath. Der sieht aus wie der Killer bei Dead by Daylight. Na gut, wir haben ja den Schlüssel von unserem Killer bekommen. Nee, falsche Richtung. Geh mal in die andere Richtung. Genau, hier lang. Sie sieht auch schon ziemlich geschunden aus, ne? Wollen wir mal sehen, was sich hinter dieser Tür befindet? Genau. Kannst du das wegnehmen? Jo.
Aber tragen tun wir es nicht. Macht ja nichts. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann können wir jetzt hier durchgehen. Ein Schlossknacker. Mein elektrischer Schlossknacker. Aber die Spannfeder fehlt und die Batterie ist weg. Kannst du das aufheben? Mein elektrischer Schlossknacker. Okay, wahrscheinlich sind wir voll im Inventar, ne? Mhm. Eine Batterie haben wir hier ja. Oh, hoppala, das wollte ich gar nicht. Spiel fortsetzen. Haben wir hier irgendwas, wo wir was drin lagern können? Draußen wahrscheinlich, ne? Okay, pass auf. Ich gehe erstmal draußen ein bisschen was wegpacken. Ich glaube, den Metalldetektor brauchen wir jetzt ehrlich nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade bei dem Spiel, dass die Gegenstände anders als in anderen Point-and-Click-Adventures oder Wimmelbildspielen oder was auch immer nicht dann verschwinden, wenn man sie nicht mehr braucht. Das wäre irgendwie praktischer. Bei manchen Gegenständen machen die das, aber halt nicht bei allen. So. Bei dem Rest weiß ich nicht so genau, ob wir das noch gebrauchen können. Ich glaube, ich behalte den Rest einfach vorsichtshalber nochmal. Bevor ich jetzt irgendwas wegpacke, was wir doch noch brauchen. Und ich da wieder fünfmal laufen kann, hoffen wir, dass der Platz jetzt erstmal reicht. Dann sollten wir den auch aufheben können. Mein elektrischer Schloss. Ja, ja. Kannst du das kombinieren? Yep. Jetzt haben wir den Schlossknacker mit Batterie. Hier haben wir Bilder. Stahlschlüssel, okay. Bücher über Computer. Mhm, Hacking. Kaugummipäckchen. Alle von derselben Marke. Brain Jack seit 1884. Okay. Ein Polizeibericht. Interessant. Das ist also der Mann, der von seiner eigenen Falle gegrillt wurde. Polizeibericht NYPD, 15. Bezirk. Vincent Gualtieri. 19. September 2003. Kläger Henry Stanwell, Angeklagter Terence Curtis. Umstände. Curtis wurde beschuldigt, Henry und Tom Stanwell geschlagen und verletzt zu haben. Er wurde um 5 Uhr morgens in einer Mietwohnung in Queens verhaftet. Die Officer Alistair und Sanchez nahmen die Verhaftung vor. Curtis versuchte, Widerstand zu leisten und die Officer mussten Gewalt anwenden, um ihn zu bändigen. Bitte beachten Sie, dass Special Agent James Hawker dem New Yorker Büro des FBI zugeteilt zum Zeitpunkt der Verhaftung anwesend war. Er wollte Curtis im Rahmen einer bundesstaatlichen Ermittlung befragen. Zustand des Verfahrens. Erscheinen vor Gericht für den 20. September angesetzt. Verfahren eingestellt. Der Kläger hat seine Beschwerde zurückgezogen. Okay. Terence Curtis? Was hat er mit dieser Sache zu tun? Zu viele Namen. Ein Bericht, der Einzelheiten über die Vorgehensweisen des Killers enthält. Für die Entführung eine betäubende Substanz verwenden. Das Opfer in den Raum im oberen Stockwerk sperren. Das Halsband um den Hals platzieren. Narkosedrogen vorbereiten. Fesselmaterial für das Opfer vorbereiten. Die Folterung filmen. Physisches und psychologisches Leiden. Töten, eine Kugel in den Kopf. Das Video bearbeiten. Den Körper säubern. Alle kompromittierenden Beweise vernichten, die Leiche dort ablegen, wo sie gefunden wird, das Video an die Medien und das FBI schicken. Dechiffrier, spricht man das so aus, Schlüssel? A gleich 1, B gleich 2, J gleich 10 gleich 1 plus 0 gleich 1, lateinisches Alphabet. Okay. Das könnte uns ein noch... Ein Killer in der Hand eines anderen Killers. Ein Killer in der Hand eines anderen Killers. Ja, ich blicke das hier gerade auch nicht mehr so wirklich ganz, wer hier jetzt was zu tun hat. Hier haben wir noch eine Lupe. Können wir uns das angucken? Hier sind noch ein paar Bilder. Sieht aus, als hätte er mit Hernandez viel Spaß gehabt. Zum Glück ist sie entkommen. Na, hoffentlich. Weiß man doch nicht.
Ach so, aber du meinst daraus, ne? Hier ist die Standarte einer Einheit, die den Holzschnitzereien entspricht, die ich gesehen habe. Ja, SSP. United States Marine Corps und Marine. Okay. Hier ein paar Pornoheftchen, ein paar Schmuddelheftchen, die kleben bestimmt zusammen. Magazine. Wirklich intellektuell. Magazine. Wirklich intellektuell. Ich frage mich, was das mit diesem blauen Auge zu tun hat, ob wir hier hinterher wirklich nochmal hinkommen. Militärmusik. Huch, da war doch gerade was. Da, da. Elektrisches Verlängerungskabel. Na klar, und das läuft. Oh, ich wollte schon sagen. Eine Armbrust. Damit muss der Killer auf mich geschossen haben. Mag altmodisch klingen, aber ich habe lieber eine Pistole. Wollte er McPherson denn dann auch direkt töten? Weil er hätte sie ja auch töten können. Oder hat er sie absichtlich nur. Ach nee, er hat sie ja nur betäubt, ne? Stimmt. Elektronikbücher. Klebeband. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Ein Taschenmesser, hier sind noch Cookies. Ich gucke mich erstmal weiter um. Hier sind auf jeden Fall noch eine Nylonschnur und noch ein Taschenmesser. Haben wir nicht noch ein Taschenmesser? Ja. Vielleicht müssen wir uns daraus irgendeine super fancy Klinge basteln. Eine Karte, die im Haus installierten Fallen zeigt. Die hätte ich wirklich gut gebrauchen können. Ja, aber wir haben es ja auch Eine so Karte, die geschafft. im. Ein Testkit. Das kann ich mit Sicherheit gebrauchen. Aha, okay. Ansonsten haben wir hier nur noch das. Erste-Hilfe-Koffer. Entlastungsmine. Eine geladene Pistole ist irgendwie nützlicher. Okay. Wir haben da noch ein paar Sachen und das will ich natürlich auch mitnehmen. Moment, kann ich den Elf, die Erste-Hilfe-Kasten. Aber wieso hat sie. Kann ich das nicht irgendwie stapeln? Na gut, ich gehe noch mal was ablegen, bevor ich hier weitermache. Dass es immer dann so dunkel da wird, ne? Ja, geh mal weiter. Was kann ich hier noch reinlegen? Was brauche ich denn? Den Magnet brauche ich vielleicht nicht mehr. Das Desinfektionsspray auch wahrscheinlich nicht mehr. Ich lasse die Schnur auch mal hier. Die Gabel auch. Den Dietrich auch. Alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Aber das Taschenmesser behalte ich noch mal so. Dann gehen wir noch mal zurück. Wollte jetzt nur mal kurz alles behalten, alles wegtun, was wir vorher schon vor einiger Zeit gefunden haben. Dann kann ich mir hier die Sachen nehmen. Aber warte mal, das sind zwei Sachen, ne? Ja, doch, das müsste passen. Jetzt haben wir noch ein Taschenmesser und eine Nylonschnur. Und ich werde das kann ich nicht kombinieren. Jetzt habe ich fünf von den Dingern. Und nicht genügend Platz im Inventar, das war klar. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Ah, okay. Cool. Kann ich denn jetzt die Mine mitnehmen? Ja, jetzt habe ich sie. Okay, Klebeband. Kann ich das irgendwie kombinieren?
Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben ja noch den Schacht drüben in dem Zimmer. Hier haben wir jetzt alles. Das hier war unsere Zelle, da ist nichts. Da kommen wir auch nirgends weiter. Hernandez Zelle. Da hinten ist nur eine komische Tür. Was müssen wir überhaupt machen? Ja, den Atombunker durchsuchen. Mir kommt das hier nach wie vor verdächtig vor. Das kann nicht funktionieren. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwas machen kann. Das ist es nicht. Fest verschweißt. Ich frage mich, wohin dieser Luftschacht führt. Ja, ich auch. Kannst du nicht einfach dagegen treten? Gute Idee. Womit kann ich die Mine am Gitter fixieren? Okay. Jetzt aber. Damit könnte sich etwas machen lassen. Aber nicht so. Womit dann? Hiermit? Das ist es nicht. Nein. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Nylonschnur. Okay, verstehe. Das heißt, es wird hier weitergehen. Ich werde an der Stelle aber mal eben die Aufnahme beenden, damit ich nicht so viel schneiden muss hinterher und damit ich gucken kann, ob die Aufnahme funktioniert. Ich nehme jetzt mit OBS auf und das ist mir alles noch nicht so ganz geheuer. Also vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!